So, ja. Zu den Dehnungsmessstreifen will ich jetzt eine, wie ich finde, ganz witzige, interessante Anwendung mal vorstellen, nämlich die Messung des Drehmomentes auf drehenden Wellen im Kraftfahrzeug. Was immer hier. So, und da haben wir eben das Phänomen, dass das Drehmoment m mal Winkelgeschwindigkeit Omega ist die Leistung. So, und sowohl an Drehmoment wie an Leistung ist man ja als Fahrer im Auto immer ganz besonders interessiert, gerade natürlich bei den sportlichen Autos. Abgesehen davon braucht man aber momentane Leistung, momentanes Drehmoment, aber natürlich auch für die Motorsteuerung. Insofern ist es also wichtig, diese beiden Größen zu kennen. Und ich mache jetzt hier so merkwürdige Bewegungen, weil ich auf dem Monitor sehen möchte, ob denn das alles auch wirklich scharf zu sehen ist. Scheint es ja zu funktionieren. So. Und wie wird Drehmoment gemessen? Beispielsweise durch die, also das Drehmoment, das auf einer Welle herrscht, beispielsweise durch die Torsion dieser Welle. Zack, zack. Hier haben wir eine Welle. Und diese Welle wird tordiert. Und das heißt ja letzten Endes also hier sozusagen in dieser Richtung und hier in dieser Richtung gedreht. Das heißt, sie wird also im Prinzip so verdrillt. Und wir hatten mal einen Kollegen im Fachbereich der Robotik betrieben hat, und der hatte dann auch tatsächlich so einen Motorleistungs- und Drehmomentprüfstand. Da wurde dann die Welle an der einen Seite fest eingespannt, und auf der anderen Seite wurde dann der Motor angeflanscht, und der übte dann das Drehmoment aus. Und dieses Drehmoment wurde dann hier auf dieser Welle gemessen, und zwar dadurch, dass auf der Welle halt Dehnungsmessstreifen aufgebracht waren. So, und jetzt kann man sich Folgendes vorstellen: Wenn die Welle in dieser Richtung tordiert wird und ein Dehnungsmessstreifen so aufgeklebt ist, und jetzt drehe ich an der Seite, dann wird er länger. Wie lang der wird, hängt dann einmal linear vom Drehmoment ab, aber hängt dann halt auch von Materialeigenschaften, Geometrie, von dieser Welle ab und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Wichtig ist mir, wenn diese Bewegung gemacht wird, also die Welle in der Richtung sozusagen tordiert wird und der Dehnungsmessstreifen ist so aufgebracht, dann wird er größer. Ist der Dehnungsmessstreifen so aufgebracht, dann wird er im Grunde genommen gestaucht und der Widerstandswert wird kleiner. Wenn man jetzt vier Widerstände aufbringt, einen hier, einen da und einen da, dann sehen Sie schon, 1, 2, 3, 4, das Ganze sieht aus wie eine Brücke. Und man kann also dann eine Brückenschaltung durch diese vier Dehnungsmessstreifen aufbringen. Und wenn man dann Konstantspannung anlegt, Brückenspannung misst, bekommt man halt ein Signal, das vom angelegten Drehmoment abhängt. Das ist dann ein Aufbau, der auf Hallihallo. Ich stehe hier ganz allein und halte noch Vorlesung. Professor, ich würde Ja. die Maske aufsetzen. Kein Problem. Ich denke, ja, ist alles voll, denke ich hier. Ja.
Ich halte Vorlesung nur für mich alleine. Ja. Ich dachte vom Schweichen. Ich habe früher, ja, wo ich gelernt habe, wie mit Schweichen, mhm, so auch, ja, genau. Mhm. Hatte ich auch Prüfung, muss ich auch. Ja. Vor allem, ja, wir, ja, haben wieder drei. Ja. Mhm. Das war voll keiner danach. Ja. Aber sonst, Herr Professor, alles gut. Alles wunderbar. Ich halte jetzt mal eine Vorlesung. Die Studenten können die sich hinterher angucken. Ach, Sie sind ja im Netz. Nein, nicht im Netz. Nee. Kein Problem. Haben die Studenten auch ein bisschen Abwechslung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. So. Das ist also der typische Aufbau für so eine Drehmomentmessung. Die Schwierigkeit entsteht nun, wenn die Welle, wie im Auto, Kardanwelle, Kurbelwelle oder was weiß ich für eine Welle, wenn die sich dreht. Wie bekomme ich denn die Gleichspannung hier drauf? Wie bekomme ich die Messspannung darunter? Und da ist im Skript eine Lösung angegeben. Aber ich will hier nochmal das ordentlich machen. Also, wenn der so drin ist. Dehnungsmessstreifen, der wächst. Ein Dehnungsmessstreifen, den ich hier aufbringe, dessen Wert wächst auch. Ein Dehnungsmessstreifen, den ich so aufbringe, dessen Wert wird kleiner bei diesem Moment und dessen Wert wird ebenfalls kleiner. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt verbinden wir die Wir geben da und da. Da geben wir erst Spannung drauf. Minus und Plus. Und hier Augenblick. Und hier sehen wir eine Messspannung. Mhm, ja. Ja. Kein Problem. So, und jetzt sehen wir, wenn wir da und da Spannung anlegen und da die Spannung abgreifen, dann sehen wir die Spannung, die hier entsteht, beispielsweise bezogen auf den Punkt. Der wird kleiner, der wird größer, das heißt, der Punkt sinkt spannungsmäßig ab. Hier ist es gerade umgekehrt. Der wird größer, der wird kleiner, das heißt, die Spannung steigt an. Das heißt, die Differenzspannung hier, die geht tatsächlich dann schön in eine Richtung und die könnte man auswerten. Aber wie gesagt, ich muss ja irgendwie elektrisch an die beiden Punkte und an die beiden Punkte drankommen, um Betriebsspannung drauf und Messspannung abzugreifen. Und wie geht das bei der drehenden Welle? Also wie kann man die Betriebsspannung nehmen wir mal UB, dann haben wir hier plus UB und hier wäre minus UB und Messspannung. Und Messspannung muss man bestimmt mit mindestens 3S schreiben, also Messspannung. Kontaktieren. Und die Messspannung habe ich hier U Mess genannt an einer drehenden Welle. Und die Lösung ist im Skript. Und das schauen wir uns dann jetzt an. Da. So.
So, also, da sehen wir hier die Welle. Drehmoment wird aufgebracht, das ganze Ding wird ein bisschen torniert. Und Sie sehen hier die vier Dehnungsmessstreifen, die aufgebracht worden sind, die beiden und die beiden. Und jetzt soll an die beiden Punkte Betriebsspannung angelegt werden. Und die Messspannung, die entsteht, die wird von hier nach da abgegriffen. So, und wie bekommen wir diese Spannung jetzt rauf bzw. wieder runter? Die sozusagen erste Möglichkeit, die einem einfallen könnte, wären sogenannte Schleifringe, wo also dann tatsächlich mechanisch schleifende Kontakte sozusagen hier drauf gebracht werden. Die sind aber extrem teuer und mechanisch auch ausgesprochen unzuverlässig. Hier wird nun Folgendes gemacht. Hier wird ausgenutzt, dass man bei Transformatoren, ja zwei Wicklungen hat, die ja elektrisch auch nicht miteinander verbunden sind. Die sind dann über den Magneten bzw. über den Eisenkern sind sie miteinander verbunden, aber ansonsten gibt es ja keine elektrische Verbindung zwischen den beiden Spulen eines Transformators. Das heißt, wenn ich den Transformator betrachte, habe die beiden Spulen und bewege die beiden Spulen jetzt auf irgendeine Weise hin und her, habe ich trotzdem immer noch eine Übertragung der Energie von der einen Spule auf die andere. Das wird jetzt hier ausgenutzt. Und zwar nimmt man hier zwei Transformatoren. Gucken wir uns erstmal den hier unten an. Der Transformator hat zwei Spulen. Eine Spule sitzt hier und die ist fest mit der Welle verbunden. Und eine Spule sitzt außen und die ist sozusagen fest mit dem restlichen Auto verbunden. Wenn sich jetzt die Welle dreht, ja, dann dreht sich die innere Spule im Vergleich zu der äußeren Spule. Das macht aber eigentlich nichts. Die Frage könnte man sich jetzt stellen, wie gut ist denn jetzt sozusagen die Umwandlungseffektivität von der äußeren zu der inneren? Das spielt aber hier eigentlich überhaupt keine Rolle, weil wir nämlich jetzt Folgendes machen. Wir legen also hier außen eine Wechselspannung an. Die Wechselspannung erzeugt in der inneren Spule, selbst wenn die innere Spule sich jetzt dreht, ebenfalls eine Wechselspannung. Die Amplitude der Wechselspannung kann jetzt, je nachdem wie groß der Spalt ist, schwanken. Die Frequenz, mit der aber hier die Spannung ankommt, ist die gleiche Frequenz wie die, mit der wir hier drauf gehen. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle genau die gleiche Frequenz wie die, die hier drauf gegeben wird. Nur die Spannung oder die Amplitude, die hier herrscht, die hängt natürlich von der Amplitude ab, die wir hier drauf geben, und die hängt aber auch von der ganzen Kupplung ab. Die Spannung, die Wechselspannung hier, die wird aber jetzt, und das haben Sie in der Analog- und Digitaltechnik ja gelernt, die wird jetzt hier gleichgerichtet, beispielsweise Doppelwellen gleichgerichtet und dann hier auf eine spannungskonstante Schaltung draufgegeben. Und die spannungskonstante Schaltung, die wird es halt so ausgelegt, dass hier eine konstante Gleichspannung entsteht, völlig gleichgültig, was jetzt hier an Schwankungen passiert. Damit haben wir hier an der Stelle eine Gleichspannung erzeugt, und zwar eine hochkonstante Gleichspannung erzeugt, die wir zum Betrieb dieser Brücke ausnutzen können. Also hier kommt Wechselspannung drauf, hier haben wir einen drehenden Transformator, hier Gleichrichtung mit Spannungskonstanthaltung und hier kommt die Gleichspannung drauf. Die Messspannung, also die Brückenspannung, die wird jetzt von da nach da abgegriffen. Kommt jetzt hier an und wird jetzt hier verstärkt. Das ist jetzt eine Gleichspannung. Wir geben ja hier eine Gleichspannung drauf, also kommt hier auch eine Gleichspannung an. Und die Größe dieser Gleichspannung, auch die Polarität, hängt davon ab, wie stark wird jetzt hier verdrillt, also wie groß ist das Drehmoment und ist das Drehmoment sozusagen in dieser Richtung oder wirkt das Drehmoment in der anderen Richtung. Und jetzt besteht der Trick darin, dass wir aus dieser Gleichspannung, die hier ankommt, eine Wechselspannung machen. Und zwar eine Wechselspannung, deren Frequenz von der Größe der Gleichspannung abhängt. Das heißt, wir bauen hier eine Schaltung oder wir brauchen hier eine Schaltung, die eine Spannung in eine dazu proportionale Frequenz umsetzt. So etwas haben wir in der Analog- und Digitaltechnik nicht behandelt, aber das sind auch
Standardschaltungen in der Elektronik. Also eine Schaltung, die eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umformt, in einen Sinus umformt, wobei die Frequenz dieses Sinus von der Spannung abhängt. So, und jetzt wird die Spannung auf den Transformator draufgegeben. Hier haben wir den gleichen oder einen ähnlichen Transformator wie den hier unten. Innere Spule, die ist beweglich, äußere Spule steht fest. Und dann wird die Spannung, die Wechselspannung, die hier entsteht, die wird dann hier rausgegeben und kann jetzt hier dann weiterverarbeitet werden. Und der Trick dabei ist, dass jetzt auch hier durch die Kopplung von da nach da, die jetzt durch mechanische Schwankungen, Vibrationen und Ähnliches sich ja dauernd ändern kann, hier eine Wechselspannung entsteht, deren Amplitude auch wieder von der Kopplung abhängt. In der Amplitude steckt aber gar nicht die Information drin. Die Information steckt in der Frequenz. Und eins ist sicher, die Frequenz, die hier in der Wicklung herauskommt, ist genau die gleiche Frequenz wie die, die wir hier haben. Also haben wir jetzt hier eine Frequenz, die von der Spannung abhängt und die Spannung hängt von dem Drehmoment ab. Und das kann dann entsprechend weiter ausgewertet werden. Und insofern haben wir also jetzt tatsächlich auf die Weise die Möglichkeit, das Drehmoment auf einer drehenden Welle zu messen, ohne dass wir sozusagen einen berührenden Kontakt machen. Den berührenden Kontakt vermeiden wir dadurch, dass wir sozusagen zweimal solche Ringtransformatoren aufbauen. Ringtransformatoren, wo die innere Spule sich mitdrehen kann und die äußere Spule halt feststeht. Und dann haben wir den Übergang, Gleichspannung hier macht, Wechselspannung hier macht eine Wechselspannung hier, macht eine konstante Gleichspannung an der Stelle. Hier entsteht die Messspannung, die wird verstärkt und dann in eine Frequenz umgeformt, wobei die Frequenz von der Spannung abhängt und das wird wieder hier rausgegeben. So haben wir also dann tatsächlich eine Möglichkeit, auf einer drehenden Welle Präzisionsmessungen durchzuführen. Ich will noch eine weitere Anwendung von Dehnungsmessstreifen vorstellen. Vor Jahrzehnten hatten wir mal, also mein Labor und ich, hatten wir Kontakt zu einer Firma auch hier im Raum, die unter anderem Messtechnik herstellte und die hatten im Angebot Druckmessdosen. Das heißt, die stellten also selber Drucksensoren her. Und diese Druckmessdosen, das war damals also auch so eine Standardanwendung von und für Maschinenbauern. Die besteht, wie der Name sagt, einfach aus einer Dose. In dieser Dose herrscht ein konstanter, das ist eine Möglichkeit, in dieser Dose herrscht ein konstanter Druck und die Dose wird mit einer dünnen Membran abgeschlossen. Und wenn jetzt der Außendruck größer ist als der Innendruck, dann wird die Membran durchgebogen. Ist der Innendruck größer als der Außendruck, geht die halt in die andere Richtung. Das heißt, die Durchbiegung der Membran ist ein Maß für den Druck oder für die Druckdifferenz zwischen dem Inneren der Dose und dem Äußeren. Und dann ist die Frage, wie kann man die Durchbiegung messen? Und die Durchbiegung wird häufig dadurch gemessen, dass man an geeigneten Stellen, nämlich da, wo die Dehnung der Membran am größten ist, wenn sie sich durchbiegt, Dehnungsmessstreifen aufbaut. Das heißt, wir haben eine Anwendung. Druckmessdose. Ich male es mal rund. Also, zack. Und das ist die Wandung. Lass mal weg. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, meine Zeichenkünste sind nicht so übermäßig gut. Aber Sie sehen, das soll eine Dose sein. Und in dieser Dose herrscht jetzt ein Druck P0. Und die Dose wird abgeschlossen durch eine Membran, die jetzt hier drüber sitzt.
möglicherweise einen Schnitt durch die ganze Anordnung machen. Das kann ich noch einigermaßen zeichnen. Dann sieht das Ganze eben so aus. Hier drin herrscht P0. Und jetzt kommt die Membran. Und wenn jetzt hier außen ein Druck herrscht, na, ein Druck P1 größer P0, dann führt das dazu, dass die Membran sich hier irgendwie so durchbiegt. So, und die Maschinenbauer bzw. die theoretischen Physiker, die haben großen Spaß daran, jetzt die genaue Form dieser Membran auszurechnen und können auf die Art und Weise auch bestimmen, wo ist eigentlich jetzt auf dieser Membran die Dehnung am größten. Sie sehen hier in der Mitte, das sieht fast so aus, als wenn es eben wäre, als wenn es flach wäre. Das heißt, hier haben wir praktisch überhaupt keine Dehnung. Und irgendwo hier in diesem Bereich, da wird die Dehnung am größten sein. Und an die Stelle, da wo die Dehnung am größten ist, da kommt jetzt ein Dehnungsmessstreifen drauf. Also sozusagen hier und hier. Ja, und dann hat man, wenn man jetzt so will, folgende Umwandlungskette. Wir haben hier die Druckdifferenz. Die Druckdifferenz führt zu einer Verformung der Membran. Die Verformung der Membran führt zu einer Dehnung der Membran, die an bestimmten Stellen besonders groß ist. Und die Dehnung der Membran wird übergeführt auf die Dehnung der Dehnungsmessstreifen. Und die Dehnung der Dehnungsmessstreifen, die macht eine Widerstandsänderung. Und insofern ist dann letzten Endes die Widerstandsänderung ein Maß für die Druckdifferenz.